Und zwar jetzt. Hallo zu meiner dritten Aufnahme von der dritten Session. Das ist die letzte, die wir heute machen, weil ich bin schon müde. Vielleicht hätte ich nicht einmal die mehr machen sollen. Naja, wurscht. Auf jeden Fall, Herrschaften, willkommen. Begrüßt bitte auch den Hadmar. Was habe ich jetzt gesehen? Da ist irgendetwas passiert. Eine Message. Warte mal, warte mal, warte mal. Du willst meinen Sohn mit deiner Tochter verheiraten? Nein, umgekehrt. Ich will die Tochter deines Bruders heiraten. Also meinen jüngeren Sohn mit der Tochter deines Bruders verheiraten. Dann kriegst du ja einen Anspruch auf mein Land. Wahrscheinlich, das ist der Plan. Bist du irre? Ich habe es ist nur mein jüngerer Sohn. Dein jüngerer es ist harmlos. Naja, das sagen sie alle. Und dann habe ich einen Krieg am Hals. Wir sind weit auseinander. Das macht mir keine Sorgen. Das ist eine gute Partie für deine Nichte. Ah ja, was kann der? Kakoya Kure Bilal ist der jüngere Sohn des Scheiks Bilal Hechebane von Urmia. Viel aber besser wird's nicht. Will ich dort meinen Bruder loswerden? Wenn ich ihm sag, geh dorthin und schau, ob du das erobern kannst. Für deine Tochter. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Das musst du haben. Ja, ja, klar. Das passt schon. Außer es kann noch viel passieren. Es ist ja nur eine Verlobung. Dreijähriger Kinder. Nein, meiner ist 5 und sie ist, glaube ich, 2. Ja, irgendwie so. Ah, er ist 5. Das heißt, ich kann ihn bald zu erziehen anfangen. Ja. Ja, mein Sohn ist auch bald 6. Sehr gut. So, so ich drücke auf Play. Ich glaube, ich werde jetzt auch auf eine Hatsch gehen. Das dürfte doch nicht schlecht gewesen sein. Ja, aber man weiß nicht, was passiert. Aber der Weg ist kürzer für dich. Ja. Das geht da einmal durch die Wüste und schon bist du da. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel das so denkt. So, you have started to prepare yourself for going on a pilgrimage to Mecca. Soon you will humble yourself and travel in a group with others to fulfill one of the 5 pillars of Islam. Okay. Ich meine, ich bin nicht ja, so schlecht mit der Pietät, so wie du, aber I'm preparing myself for my travel to Mecca and I have understood that there are members of my court that have not yet gone on a pilgrimage to Mecca. Na super. Heißt das, ich muss irgendjemanden mitnehmen von denen? Ah, können wir auf Pause drücken? Natürlich. Ah, warte mal. So. Ich werd neue Weiber für den Hof suchen. I'm now fully prepared for my travel to Mecca. There will be a regent ruling Haffa while I'm away. Onwards to Mecca. On the Hajj. Hm. Okay. So. Wen kann ich jetzt mitnehmen? It will make travel more enjoyable. Lose one gold. Und ich nehme den Mayor Schabrutz mit. Hast du auch jemanden mitnehmen können? It's too costly. Für ein Gold? Echt jetzt? Naja, ich glaube, ich nehme den Schabrutz. Hast du kein Gold? Natürlich habe ich Gold. Also ein Gold habe ich schon. Aber ich meine, die zweite Antwort wäre gewesen, it's too costly. Also wenn ich mir nicht einmal das eine Gold leisten kann für meinen Bürgermeister, dann frage ich echt, was soll das? So, ich bin auf einer Hatsch und wer ist mein Regent? Wie sehe ich hast du einen bestimmt? Ja, ich habe einen bestimmt. Wenn du dich anklickst, hast du dann den Leash neben deinem Wappen und auf der anderen Seite vom Wappen sollte der Regent dargestellt sein. Mal schauen. Ich habe was? Du hast keinen. Nein, Regenten. Habe ich nicht. Ah, vielleicht weil hast Pause du einen designiert? Ist. Ja, ich habe. Ja, designier noch einen oder. Achso, dann kommt das gleich. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ha, yes, ja. Meine Konkubine ist Regent. Dear Leech, peace be with you. I have been appointed as your regent. Ah, ist okay. So, mein Spymaster, wenn du dich erinnerst an den, das war der James Bond Charakter, der Imposing und Master Seducer ist, ja. Dem habe ich jetzt eine Frau beschafft. Auf dass er sich ein bisschen zur Ruhe setzt. Okay, warte mal. Nicht mehr jeder Schürze nach, ja. Ich treffe gerade irgendjemanden. The journey through the desert is long and arduous under the scorching sun. Suddenly a large tea house materializes into thin air before your very eyes and the singing djinn, who
who seems to own the establishment beckons you inside, Nasea. Strangely, your traveling companions do not take notice of this stunning event. Ich glaube, ich werde bereits. Es könnte sein, dass die Sonne nicht gut tut. Ja, könnte sein. My mind is playing tricks on me. 5% chance of depressed. Oh, das ist nicht gut. Depressed mag ich nicht werden. Last one inside buys the first round of tea. Da habe ich eine 5% chance of of possessed. Na, ist nicht viel besser. Naja, possessed ist gar nicht so schlimm. Possessed ist gar nicht so schlimm. Nein, ich hab dir zugehört. Okay. Nein, ich meine, es hat Attraction Opinion minus 10. Ich glaube, du hast minus 10 dann auf bei jedem, gell? Kann das sein? Also, als ich glaube nur anderes Geschlecht oder homosexuelle Attraction. Ah, okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Naja gut, es ist eine 5% Chance. Aber das andere wäre eine 5% Chance, depressed zu werden. Das macht so ziemlich alles minus 1. Und meine Fertilität sinkt auch. Also wir nehmen possessed. Wir nehmen den Spielding. Du bist besessen jetzt? Nein, bin ich nicht, hoffe ich. Ich habe nur 5% Chance gehabt. Und ich bin's nicht. Der Hatsch war das. Okay. Also, na, warte mal, Blödsinn, ist ja eine Pause gewesen. Vielleicht bist du. Ich habe eine Pause gekriegt. Ja. Nein, schaut nicht so aus. Ich möchte, dass mein Regent die ganze Zeit regiert. Die ist viel besser als ich. Die kann 6 Regionen. Warte, jetzt ist was. Bei dir passiert was Größeres. Ja. Scheik Hisen auf Maragath. Das ist. Einer der andere kurdische Scheik in diesem Emirat. Also der ist. Arrived unexpectedly at Tabriz, asking for an audience. Tabriz ist die Hauptstadt. Okay. You suspect the man intends to convince you to join his glory faction. It's noch eine Faction. And indeed, when you meet at the gates, he is all smiles and eager to discuss business. What shall you tell him? Entweder trete ich seiner Partei bei, okay, oder ich labere nur, aber verspreche nichts, oder ich schicke ihn weg, aber erzähle niemandem, dass er hier war, oder ich schicke ihn weg und verpetze ihn an meinen Scheich. Nein. Ich trete seiner Fraktion bei. Kannst du die Glory Faction? Einer Fraktion beitreten? Das werde ich gleich ausprobieren, ja. Was will die Glory Factions? Faction Prestige, Kriege gewinnen, Turniere halten. Okay, ja, da trete ich bei. Mal schauen, was passiert. Und er mag mich dann, das ist mir auch wichtig. So. Ich weiß nicht, schaust du dir eigentlich Entschuldige. Wichtige Information, man kann nur einer Partei beitreten. Ich bin gerade automatisch der Prosperity Faction ausgetreten und stattdessen der Glory Faction beigetreten. Gut, super. Wieder was gelernt. Hey, eine Tochter, verdammt. Oh, gratuliere. Du bist Vater geworden. Ja, und ich hab, as you stop for camp one evening, you notice that an old man in poor clothing has made camp at the same place. The man offers to tell you a hadith. Ja, das hat mich auch. Ja. Ist derselbe Mann. Das ja, wahrscheinlich. Der steht noch immer dort. Okay, ich gebe ihm auch das Gold, weil. Ah, Hilfe, noch was. The old man quotes the messenger of Allah. May Allah bless him and grant him peace from Sunan Abu Dawud. The most evil traits in a man are severe stinginess and uninhabited cowardice. Oh, super, ich habe einen Marshal gekriegt. Oh, das ist nett. Ja, Diplomatie wäre immer lieber gewesen, so wie bei dir. Ja, kann man sich scheinbar nicht aussuchen. Kann man sich offensichtlich nicht aussuchen. Ich habe eine Tochter und wir nennen sie Banafsche. Banafsche? Ja. Echt jetzt? Schöner Name. Ja, ja, na toll. Du
tun, ist das schön. Hast du dir eigentlich deinen Vornamen ein bisschen... Ezreal Rife in Mecca. Ich glaube, ich bin wirklich schneller als du in Mecca gewesen. Ah, Hilfe. Schon wieder Sachen. Ich habe auf Pause gedrückt. Danke. So, as you arrive in Mecca, you start preparing for the evening's prayer, when you discover that the water in the well is not entirely pure. Das hatten wir doch schon. This would not be wetted water to use for ablution. Inform others nearby. Ist auch nicht schlecht. While performing voodoo before the night's prayer, a fellow pilgrim points out an impurity in the water. Echt jetzt? Das Wasser ist dort echt unrein. Ja. Die sollten in eine Kläranlage investieren. Aber es ist gut für die Pietät, das unreine Wasser. Ah, warte mal. Ah, okay. Der Bürgermeister, den ich mitgenommen habe, hat sich auch von der Meinung her zu mir gebessert. Ja. Ich weiß nicht, hast du dir den Krieg da an deiner Seite angeschaut? Der schaut nicht nur gut aus. Nein, der wird den Krieg verlieren, der Angreifer, aber das ist ja kein Problem, dann erobert er halt nichts. Momentan. Ja. Wenn er dann angegriffen wird, schaut schlecht aus. Okay, ich glaube, ich muss doch mein Sohn, ja, drück, mein Sohn, Mihamed Salmas, hat sich jetzt auf Jane Diplomat verbessert. Das ist super. Der wird seinem Vater in den Fußstapfen folgen. Okay. Ah, der ist schon so super. Ja, schön für ihn. You are now at Kaaba itself and performing the Tawaf. Gut. Seven circuits, you will walk around the black stone. And each time you complete the circuit, you point to the stone and say, in the name of Allah, Allah is great, Allah is great, Allah is great, and praise be to Allah. Das muss man, glaube ich, in so einem Akzent sprechen. Shout at every circuit. Aber bitte nur dreimal. Würde ambitious bringen. Ja, das ist dasselbe wie bei mir gewesen, ne? Und ambitious oder humble? Oder humble. Das ist für dich ist die Frage noch wichtiger als für mich, weil du noch jung bist. Das bestimmt wirklich deine restliche Herrschaft. Willst du eher die Pietät haben, die du einsetzen kannst, oder willst du ambitious sein, da sind deine Fähigkeiten halt alle deutlich verbessert. Dafür mögen dich lieber weniger und du hast glaube ich auch öfter Konflikte und Kriegskondom. Oh, ambitious ist wirklich gut. Ja. Das ist aber dann super. Wirst du Probleme mit deinem Lebensjahr bekommen. Ja, wahrscheinlich. Same Trade Opinion minus 5 und Ambition Opinion minus 25 sogar. Also alle hassen ihn danach. Ist, aber kannst du dich an das Brettspiel Illuminati erinnern? Ja. Ach, gepfeift drauf. Fanatisch. Wir sind fanatisch, wir schreien jedes Mal. Du bist ambitious, okay. Ich bin ambitious. Oh, na super, und ich wollte mich einheiraten in diese Familie. My arbitrariness just cost me several gold coins. Was? I lost too much. Noch einmal ein Gold verloren. Arg. Ob ich das überleben werde? Wir sind ambitious. Wir haben drei riesige Wüstengebiete. Wenn wir nicht ambitious sind, wer sonst? Okay, gut, machen wir weiter. The ninth day in Mecca, you perform the Wukuf at Mount Arafat. With the entire afternoon dedicated to contemplative vigil praying and reciting the Holy Quran. Oh, nochmal 50 Pietät. Bist du irre? 50? Ja. Ja, ich habe den Koran offensichtlich irgendwie gelesen. Laut. Also, die Christen gewinnen diesen Krieg im Norden schon wieder. Also ganz eindeutig. Ich mache mir nur nicht Sorgen. Ja, sie sind auch die Stärkeren dort. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, aber... Besonders großartig waren diese Gebiete nicht, die da angegriffen haben. Es ist bald alles, was zum Leben. Es sind praktisch alle Gebiete, die zum Leben benachbart sind, sind christlich dominiert. Das macht mir Sorgen. Bist wieder daheim? Ich bin wieder daheim.
The regency of Sheikh Mohammed al-Afshin of Haffa has ended. Gut. Hey, das Ambitions hat mir geholfen. Ich habe keine Domänenprobleme mehr. Und mein Sohn ist noch immer 5. Nein, ich will ihn nicht verstecken, meinen Sohn. Nichts für ungut. Aber wenn ich ihn verstecke, dann kann ich ihn nicht erziehen. Wie soll ich ihn zu einem Herrscher erziehen, wenn ich ihn verstecke? Known Plots. Ah, aber jetzt weiß ich, wer die Plots macht. Warte mal ganz kurz. Ich muss mir den Plot mal genauer anschauen. Der hat nämlich 119%. Das ist irgendwie irritierend. Vater, mein Steward plottet. Mein Steward möchte meinen Sohn umbringen. Echt jetzt? Vater wants to help himself to an adequate reward for his service to Sheikh was? Nein, der will gar nicht meinen Sohn umbringen. Der will... Was will der? Das verstehe ich nicht. Father wants to help himself to an adequate reward for his service to Sheikh Mohammed al-Afshin of Haffa. Er möchte eine Belohnung dafür, dass er mein Steward ist. Okay... Ein Mann, der bla bla bla. Endlich habe ich einen Plot zur Verfügung. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist. Ich könnte ihn zum Court Poet machen. Glaubst du, ist das Belohnung genug für ihn? Keine Ahnung, ich habe andere Sorgen. Na, versuchen wir es mal. Was soll's. Ich habe jetzt das Plot zur Verfügung, dass ich einen Anspruch auf das Emirat von Atarbaigan fabriziere. Ja, das ist... Aber da wird sich mein Emir nicht freuen. Wahrscheinlich eher nicht, das tun. Übrigens, mein Emir will das Scheichtum von Maragath revoken. Das schreibt... Wieso wieder das? Das weiß ich nicht, aber ich bin nicht sehr erfreut drüber, weil das einer meiner beiden Kurdenkollegen ist. Mein Emir will das? Nein, meiner. Ach, deiner. Das kann ich mir vorstellen, dass du das nicht magst, weil wenn er das mal mit so, deinem nein, macht... ich. Nein, ich. Soll ich das riskieren? Ich riskiere es. Ich bin schon 50. Ich will Doktor nicht. Warte mal, du kämpfst gegen deinen Emir jetzt? Ja. Ich versuche, einen Anspruch auf sein Emirat zu fabrizieren. Das war schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, danke. Versuche einfach nicht zu sterben. Ich finde keine Leute, die diesen Plot unterstützen. Das ist nicht so gut. Tja, das ist meistens so. Ja. Bist du ihre? Nein, das ist nicht gut. Also mein Plot wird nichts werden, glaube ich. Ja, manchmal kann man mit Geld ein bisschen was machen. Ja, das habe ich gerade. Ich kann einen wesentlichen Typen
die Beziehung deutlich erhöhen, aber es kostet mich 100 Schilling, das ist mir zu viel. 100 Schilling? Bist du irre? Ja, nein, ich werde meinen Plot auslaufen lassen dann. Okay, ich denke mal nach. Vielleicht werde ich meine Leute irgendwie anders einsetzen. Ich glaube, ich werde Build Legend machen mit dem Steward. Er soll für sein Geld was tun. Moment, ich drücke auf Play. Ja. Auf das. Ich möchte nämlich gern den 1. Jänner 871 erreichen. Dann kann ich meinen zweiten Sohn zu erziehen anfangen. Warte mal, genau. Erster Sohn müsste dann eh auch langsam soweit sein. Ah, Oder mit diesen jetzt Namen tue einer. ich mir echt schwer. Ich muss mir an die Namen meiner Söhne gewöhnen, glaube ich, weil die könnten. Nihemet ist mein Ältester und Jakoya ist der Jüngere, der Verlobte. Außerdem werde ich wahrscheinlich Poet werden, habe ich beschlossen. Du wirst Poet werden. Ja, sobald ich 100 Pietät habe, kann ich Poet werden. Das werde ich dann auch. Was kann ein Poet? Das weiß ich nicht. Aber Wo ich kann nehme man an, er das kann Gedichte machen? schreiben. Intrige, aber das kann man nur, wenn man bestimmte Eigenschaften hat, die du sicher nicht hast. An invitation has arrived from Prince Obaidallah of Khorasan, calling all members of our faction to assemble at Narava. Okay, gut, warte mal, das muss ich mir jetzt auch durchlesen, so wie du vorhin. Ja, nein, warte, kannst du nochmal Amt pausen Ja, und klar. am 1. Jänner das erst Ja, machen? okay. Du meinst, du möchtest währenddessen deinem. Ja, genau, das meine ich. Okay. So, warte mal. Hey, ich So. kenne jetzt auch noch meinen Sohn. Gut. Vote for Shaik or Impeachment as faction. This would also be the time to consider whether to call a vote for Shaik or. Let's just get on with the meeting. Naja, gut, machen wir einfach das Meeting. Shaik Obaidallah stands before the assembled faction members and proposes that Emir Muhammad should surrender one of his titles, and after much discussion, it is decided that the Sheikhdom of Baghdad should be granted to Sheikh. Was? Echt jetzt? Mein Faction Leader ist so ein eingebildeter Schnösel, der möchte unbedingt das Sheikhtum von Bagdad haben. Und du sollst ihm dabei helfen. Und ich soll ihm dabei helfen? Und If dann Emir lehnt er Muhammad hastig dafür. refuses, it will mean civil war. Ich bin Traditionalist und nicht Civil War-Anfechter. I agree with this motion. Oder no, we should not make this demand. Eigentlich, nein. Auch wenn. Ah, mein Faction Leader wird mich dann hassen. Das hast du davon. Ja, bei dir sind sie wenigstens nur rumgestanden und haben nichts gemacht. Mein Faction Leader ist da anders. Der will irgendwie mehr. Der will hoch hinaus. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich meine, ich möchte meinen Emir auch schwächen, um ehrlich zu sein. Du musst dir anschauen, was für Verbündete deine Ehe hat. In dem Fall, dass es zum Bürgerkrieg kommt, ist wichtig, wie stark er ist und wer mit ihm kämpft. So, ich muss mir mal anschauen, wo der Typ ist. Hast du nur dieses Scheichtum? Du hast tatsächlich nur ein einziges Scheichtum. Was hast denn du für Typen, die in der Faction sind? Wer sind denn diese Faction-Typen? Nur ich, oder? Warte mal, du redest jetzt aber gerade von einem Faction Leader, Ja, nicht von ich rede Emir. von meinem Weil Faction-Leader, der weil. Emir hat 2600 Truppen. Ja, das. Ich meine, ich schau mal nur den. Ich habe mir jetzt einmal den Faction Leader angeschaut. Der Emir ist nämlich relativ stark. Außerdem hat er Pakte mit anderen Emir. Freund, du kannst mich mal gern haben. Was soll ich gegen den Emir tun? Ich glaube, mit dem sollte man nicht Krieg führen. Nein, das tue ich auch nicht. So, jetzt werde ich mal meinen Sohn versorgen. Ich glaube, den werde ich meiner Konkubine in die Arme geben.
Und zwar, Das jetzt klang. was die super. Die Konkubine ist echt spitze. Du musst sie beim Namen nennen. Ja, sie heißt Konkubine. Samia, das ist nicht so schwer. Boah, Warte. das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ja, es sei ein Guardian. Ich könnte. Na. Die darfst du nicht zum Steward machen. Wieso darf ich die nicht Ja, zum also Steward weil mich machen? Doch, das darf ist eine ich. Frage. Die Ach hat so, nein, 20 nein, nein, darf ich nicht, Sets. darf ich nicht, darf ich nicht. Ja. Leider. Ey, Frauen darfst du zu gar nichts machen im Islam. Die darfst du nicht einmal zum Spy Master machen. Nicht, dass sie das könnte. Ja, ist wurscht. Ich meine, die ist Koptin. Nein, vielleicht sollte ich das nicht machen. Vielleicht wird mein Sohn dann Kopte. Das wäre nicht Du, gut. was ganz wichtig ist, die Frau ist wirklich gut und sie hasst dich. Ja, mei. Es muss mich mein Sohn nicht Ah, hassen. Er nein, nein, muss nur ein nein, guter Herrscher nein, werden. entschuldige, entschuldige, sie hasst mich. Ich habe sie gerade angeschaut und die Meinung ist natürlich von mir und die ist Naja, irrelevant. mich mag sie auch nicht sonderlich. Okay. Dass sie mich hasst, ist mir egal. Da liegt viel Euphrat und Tigris zwischen uns. Ist wurscht, ich mach das. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Ich bin jetzt ein bisschen so wie der Eddard Stark. Die Ich letzte mach Entscheidung, das, die du was heute vernünftig treffen ist. wirst, Das ist übrigens. das, was vernünftig ist, aber Was, was ist nicht denn unbedingt. Was? Entscheidung? Aber nicht Was für eine unbedingt Entscheidung das, triffst du was jetzt? das Gute für meinen Sohn ist. Ich habe meinen Sohn meiner Konkubine in den Rachen geworfen. Aha. Der soll lernen, wie man ein Land verwaltet, dass er nicht die gleichen Probleme hat wie sein Vater, wenn er das Warum Land erziehst du erbt. nicht selbst? Was? Es ist von Vorteil, deine Kinder selbst zu erziehen, weil du Warum? dann Entscheidungen treffen kannst. Wenn Events kommen, wo mehrere Auswahlmöglichkeiten sind, Ah. entscheidet die AI natürlich eine von den beiden, hauptsächlich nach ihrem eigenen Charakter, und du kannst frei wählen, was du für sinnvoller hältst. Also ich erziehe gerade meine beiden Söhne selber und habe vor, das auch durchzuziehen, eben damit ich alle Entscheidungen selber treffen kann und potenzielle spätere Herrscher schon jetzt ein bisschen in die richtige Richtung lenken kann. Ja, ist mir wurscht. Das soll sie machen. Das ist Frauenaufgabe. Ja. Ich stelle gerade fest, wir Ja, sind was beide denn? paranoid. Ich bin auch paranoid. Du bist auch paranoid, ja? Ich bin aber auch honest. Du bist arbitrary und paranoid. Ja. Bist du irre? So, ich würde außerdem vorschlagen, ich nehme an, deine Aufnahme wird, sobald ihr Zeit wieder erreichen. Ja. Wir können aufhören für heute. Ich bin Das würde relativ ich müde. nämlich anregen, weil es auch ein guter Zeitpunkt ist, weil wir ein neues Jahr erreicht haben und einige wichtige Entscheidungen getroffen haben. Und Haben wir das? naja, zum Beispiel zu sterben. Das war eine Entscheidung. Ja, der Krieg im Norden dürfte aus sein, oder? Ja, er ist aus. Ja, das war nur eine Frage der Zeit. Es ist aber schon wieder ein neuer Krieg. Oh, also ich befürchte, dass Sultan Haitham, das Al-Haithami-Sultanat, schwere Zeiten vor sich hat. Er ist von einem anderen Nachbarn angegriffen worden, nachdem er gerade zusammengeschlagen worden ist. Und den Krieg wird er sicher auch verlieren. Nein, aber es ist in unseren Reichen sehr viel Wichtiges passiert. In deinem Reich gibt es einen neuen Herrscher. Ja. Wir sind beide auf der Hatsch gewesen. Ja, und ich werde Poet werden nächstes Wirst Mal, Poet habe ich werden. beschlossen. Das ist schön für dich. Ja, na Aber gut, dann immerhin werde wird ich. der Typ im Norden von einem anderen Emir zusammengeschlagen, also so gesehen. Das Wenigstens ist. werden es keine Christen. Gut, dann beende ich an dieser Stelle meinen Stream. Ja, und ich Und beende an es dieser geht nächste Stelle Woche weiter. meine Aufnahme. Ich wünsche auf jeden Fall allen eine schöne gute Nacht, schlaft's gut und träumt was Schönes. So,